alle die Hallen sind wieder für Besucher eröffnet. Ist natürlich mit Wohnmobil oder Wohnwagentouren erstmal nichts mehr möglich. Ich schlender hier nochmal ein bisschen durch die Hallen, um noch Halle 5 und 7 Technik, Zubehör und so weiter mal ein bisschen beleuchten, besuchen. Ich nehme euch einfach mit. Würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Ein paar Messesplitter. Die Treppe nenne ich mal gelungen vom Design. Ich nehme aber trotzdem die Rolltreppe. Ja, auch hier in der Halle 7 ist schon ordentlich was los. Wobei es gestern und am Wochenende noch ein bisschen voller war. Heute ist ja Montag. Da muss doch ein Großteil unserer Republik wieder arbeiten. Hier seht ihr den Dometic-Stand, Dachklimaanlagen, Kühlboxen, die mit Strom betrieben werden. Die Fenstergummis, das Verduktorsystem mit Rollos. Hier eine Kühlbox, die ihr wahlweise 230 Volt oder 12 Volt anschließen könnt. Mit reichlich Stauraum für Bier, Wein und andere Getränke. Ja, zur Not natürlich auch Wasser. Und mit Gaskartuschen kann die Kühlbox auch betrieben werden. Wenn ihr euer Wohnmobil zu einer rollenden Disco umbauen wollt, ARS 24 Autoradios Lautsprecher Verstärker Subwoofer. Ja, wer ein Wohnmobil hat, weiß ja, dass die Grundausstattung, was den Sound betrifft, eher mäßig ist. Wir sind da auch noch auf der Suche. Mal schauen, für was wir uns im Endeffekt entscheiden werden. Zum Verstauen eurer Wertsachen bietet hier Mobil Safe einige mobile Safe-Lösungen an. Machen einen recht wertigen und stabilen Eindruck. Also was steht bei uns ja auch noch auf der Liste. Das ist ja geil. Da müssen wir uns auch mal genauer informieren. Die bieten wohl auch Sicherungslösungen an für eure Fahrzeugtüren. Oder wie ich hier sehe. Kleine Safe-Lösungen, die ihr in euren Seitenfächern in den Türen verbauen könnt. Hier zum Beispiel eine Lösung, die ihr hinter der Klappe unter dem Fahrer- oder Beifahrersitz, wenn ihr Platz habt, verstauen könnt. Rangierhilfen für eure Wohnwagen, für die Mover-Funktion. Vier verschiedene Modelle. Und die Firma WM Aquatec bietet hier auch verschiedenste Lösungen, Filtersysteme, Konservierung für eure Wassersysteme im Wohnmobil oder im Wohnwagen an. Zwischendrin auch mal ein paar kleinere Stände mit diversen Zubehörsachen, wie hier zum Beispiel Solvio, biologische Sanitärflüssigkeit. Ist ja auch ein Thema, was immer wichtiger wird in der heutigen Zeit. Und wer seine Jacke vergessen hat, der kann sich hier auch nochmal eindecken. Outdoor-Jacken in allen Variationen. Hier am Stand von Dynavin findet ihr Navigationssysteme für Karawanen und Nutzfahrzeuge wie den Ducato, den VW Crafter, den Mercedes Sprinter, den Renault, den Ford Transit, alles jeweils auf das spezifische Fahrzeug zugeschnitten. Ein Navigationssystem haben wir in unserem Fahrzeug schon. Wir suchen eher noch ein Upgrade für das Lautsprecher für das Soundsystem. Wenn ihr da Tipps für mich habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Würde mich freuen. Leider hat unsere Firma in Kassel, die wir mal einen PKW schon mit Lautsprechern zu vernünftigen Preisen mit guter Qualität von Bieten ein bisschen aufgefilmt hat, den Auto-Hi-Fi-Bereich komplett zugemacht und noch keinen Nachfolger in Kassel gefunden. Also wie gesagt, wenn ihr einen Tipp habt, schreibt es mir in die Kommentare. Campingreich Jakko ist hier auch wieder vertreten. Hier habe ich mir in Freiburg einen schönen Tisch geholt. Den seht ihr auch da hinten. Wir haben natürlich wieder den großen genommen. Und die Tischplatte zusammengerollt, das Gestell zusammengeklappt und lässt sich sehr platzsparend im Wohnmobil verstauen. Ja, hier könnt ihr euch beraten lassen, wie ihr eure Fahrzeug, Beifahrersitze, die Sitzbänke und so weiter neu aufpolstern könnt, wenn die schon ein bisschen zu sehr in die Jahre gekommen sind. M&S Industriepolster GmbH. Und ihr seht auch
die Internetadresse. Sehen auf jeden Fall schon mal schick aus. Der Stand von Bultron, die ja Lithium-Ionen-Batterien verkaufen. Hier wird die stärkste Untersitzbatterie mit 480 Amperestunden angeboten. Das ist natürlich schon ein ordentliches Paket. Damit seid ihr lange autark, wenn ihr wirklich mit dem Wohnmobil frei stehen wollt irgendwo, ohne Stromversorgung. Noch verschiedene andere Stufen mit 280 Ampere, 300 Ampere, 200 Amperestunden oder die Standard hier wie zum Beispiel mit 150 und 125 Amperestunden. Ja, und hier der Stand der Firma Eaton und Xcent Zenec Autoradios Navigationssysteme. Ja, ich habe ja ein Xcent Autoradio mit Navigationssystem im Sunlife verbaut. Und die Eaton Lautsprecher tun ja in meinem Seat schon sehr gute Dienste. Aber wie gesagt, leider Gottes haben wir keine Aufbaufirma mehr bei uns in Kassel. Das ist sehr, sehr schade. Ja, Provario Ordnungssysteme haben wir bei uns im Wohnmobil auch schon in den Küchenblock mit integriert. Eine praktische Sache hier, um Teller, Tassen und so weiter zu verstauen. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, wie eure Kaffeetasse sicher in diesem Stecksystem unterbringt. Gehen wir hier mal weiter. Auch als Alternative zur Unterbringung von Wein- und Biergläsern sehr gut geeignet, wie ich gerade sehe. Schauen wir mal weiter. Ja doch, Vario. Provario ist ja ein System, das ist quasi wie ein Steckkasten aufgebaut ist und ihr könnt die Unterteilung beliebig machen, wie ihr das gerne haben wollt. Und der Stand von Packypack sehr gut frequentiert. Hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten mit Heringen, Schraubheringen, die ihr dann mittels Akkuschrauber im Boden verankern könnt. Wir haben die Systeme und sind wirklich sehr, sehr zufrieden damit und ich konnte das auch schon so einigen anderen Campern auf Campingplätzen mal vorführen und die waren alle recht angetan. Also die bekommen nichts dafür, das ist keine Werbung, habt alles selbst bezahlt. Und hier der Sogstand, wo ihr quasi mit einer Sogeinrichtung euer Kassetten-WC chemiefrei betreiben könnt. Hilft sehr gut, auch gegen eventuelle Geruchsbelästigung im Fahrzeug. Ihr habt eine ständige Entlüftung, wie ihr das hier seht. Die Türvariante, wie wir sie auch eingebaut haben. Und wenn ihr ja, im Geschäft seid sozusagen, wird durch einen Ventilator die Luft direkt nach außen gesogen, daher der Name Sog. Während, wenn die Kassettentoilette verschlossen ist, ist trotzdem noch eine ständige Belüftung gewährleistet und ihr braucht wirklich keine chemischen oder anderen Zusätze mehr für eure Toilette. Funktioniert einwandfrei, kann ich euch nur empfehlen. Setzt euch einfach mal mit Sog, S-O-G in Verbindung, findet ihr auch unter dem Suchbegriff leicht im Internet. Ich habe es bei einem in einer kleinen Werkstatt bei mir direkt in der Nachbarschaft, die Sog-Vertragspartner auch sind, machen lassen. Ihr könnt natürlich auch bei der Firma einen Termin machen, den Einbau dort vornehmen lassen oder ihr lasst euch die Teile, die ihr braucht, zuschicken, wenn ihr technisch so versiert seid. Ja, und baut das Ganze selber ein. Hier seht ihr das Ganze nochmal erklärt. Durch den Hochleistungsventilator, der aber auch relativ leise ist, der durch das Öffnen des Toilettenschiebers eingeschaltet wird, wird ein Unterdruck erzeugt und Frischluft wird automatisch eingezogen. Die entstehenden Gerüche werden quasi angesaugt und nach außen geleitet. Und diese Faulgase aus dem Tank können dadurch nicht mehr aufsteigen. Und hier der Stand der Firma Green Akku autark im Wohnmobil oder mit dem Wohnmobil unterwegs. Lithium-Ionen-Akkus und Solarpaneele könnt ihr hier im Paket kaufen. Wir haben hier davon ein Set, ein faltbares Solarpanel von Bluetti und eine kleine Powerstation, die erstmal für unsere Ansprüche noch ausreichend ist. Später wird aber mit Sicherheit eine Ausstattung mit Solarpanel und Lithium-Ionen Akkus im Wohnmobil folgen. Hier der Stand der Firma AirTune gegen Gerüche, Bakterien und so weiter im Wohnmobil. Innovative Geruchsbeseitigung. Ich kenne einen Kollegen, der die Dinger verbaut hat. Der hat auch ein Video gemacht, wie man die verbaut. Das ist ein sehr interessantes System. Da werde ich mich auch gleich nochmal beraten lassen. Und ein Stand mit den bekannten Lotus Grills gibt es natürlich hier auch auf der Messe. Kleine, kompakte Grills, die ihr mit Holzkohle befeuern könnt, die sind mittlerweile schon sehr beliebt und bekannt.
Ja, wenn euch das interessiert, schaut es euch an, kommt zur Messe. Und hier der Stand der bekannten Firma Kedek, die Grills in allen Variationen anbieten. Wir sind ja auch bekannte Kedek-Liebhaber, haben einen großen Kedek, einen Rundgrill und einen kleinen Tukbuk Deluxe, den neuen, und sind davon sehr begeistert. Ja, Reich Water Solutions, hier findet ihr jede Menge Armaturen für euer Wohnmobil, wenn eure alte mal den Geist aufgibt. Schicke Ersatz. Spültischarmaturen. Und auch die Wasserpumpen findet ihr in reichlicher Auswahl hier. Wir haben in unserem Sunlight auch eine solche Wasserpumpe verbaut. Wir haben auch eine Ersatzwasserpumpe mittlerweile uns angeschafft. Es hieß mal, dass die ja, relativ zügig mal den Geist aufgeben würden, aber solange man die nicht trocken laufen lässt, ja, sind die doch recht stabil und haltbar. Unsere ist jetzt über 2 Jahre alt, also hat noch kein Problem gegeben. Hier draußen zwischen den Hallen gibt es natürlich noch mal jede Menge Fressbuden. Ja, Tanzschule wird hier auch geboten, gerade der Square-Dance erklärt. So, achso, ja, das ist der Lauf. Wenn die Sonne lacht, geh in Halle 8. Natürlich Quatsch. Aber hier findet ihr jede Menge Ausstellungsstände, was gerade den Bereich Zelte und Vorzelte im Camping-Kavaran-Sektor betrifft. Dometic ist hier natürlich auch wieder vertreten. Und weiter hinten die Firmen Vigo, Gusto zum Beispiel. Ihr findet hier neben Zelt mit klassischem Stangenaufbau, findet ihr auch weiterhin Zelte, die natürlich mittlerweile mit Luft aufgebaut werden. Hier zum Beispiel eine Dauerstandzeltvilla. Auch die Firma Dorema ist hier vertreten. Die sind ja auch sehr bekannt für Vorzelte, für Wohnwagen in allererster Linie. Auch mit verschiedenen Aufbaumöglichkeiten, Größen aller Art. Als Zelte, als Vorzelte, die ja mit der klassischen Stangenstruktur aufgebaut werden. Aber auch Erdzelte, die ihr dann mit der Luftpumpe aufbauen könnt. Dafür, das ist natürlich praktisch. Man hat keinen Stangenwirrwarr. Ihr braucht nur eine leistungsfähige elektrische Luftpumpe, wenn ihr es nicht von Hand machen wollt, was ein bisschen aufwendig wäre. Für uns als Wohnmobilisten jetzt nicht so unbedingt das erste Thema, aber für die Wohnwagenfahrer natürlich ja schon eine wichtige Sache. Der René von der Hobbyfamilie ist ja zum Beispiel Partner von Dorema und er ist auch hellauf begeistert von diesen Zelten. Magnum Air Force, also ob ihr am Namen schon erkennen könnt, ein Zelt, das komplett ja, mit Luft aufgebaut wird. Ihr habt dann stabile Röhren in den Zelten, die mit Luft gefüllt werden und das Ganze wirklich stabil zusammenhalten. Ups. Hier ein Beispiel der Firma Gusto, wie ihr dann euer Zelt auch, wie ihr eure Markise vom Wohnmobil integrieren könnt mit der Kederschiene, Seiten- und Frontteile anbauen könnt. Und hier sind wir am Vents for Friends Stand, wo immer wieder Vorträge und interessante Diskussionen über das Thema Vanlife, Busbasteller und so weiter durchgeführt werden. Marvigo bietet hier interessante Zeltvariationen an. Ja, und wer Hunger hat zwischendurch, hier gibt es österreichische Spezialitäten und auch Bierchen. Und auch hier in der Halle 8 jede Menge Lösungen für Dachzelt-Camper. Also wer sich dafür interessiert, Dachzelt-Nomade zu werden, ihr habt da eine reichliche Auswahl verschiedener Firmen, auch auf verschiedenen Fahrzeugen aufgebaut. Hier der Stand der Firma Terra Camper mit Offroad-Lösungen und Dachzeltaufbauten. Also für die, die im Gelände, in der Natur sich mit dem Fahrzeug bewegen wollen. Eine interessante Sache. Ja, hier zum Beispiel ein Fahrzeug mit einer ausziehbaren kleinen Küche. Praktische Sache. Und die Firma Go Outside bietet euch hier verschiedene smarte, modulare und flexible Ausbau- und Schlafsysteme, zum Beispiel für VW, Mercedes, Citroën, Peugeot. Die
bekannten Fahrzeugmarken, die eben die entsprechenden Busse herstellen, aus denen man kleine Campervans sich selbst aufbauen kann. Das waren nur ein paar Beispiele hier aus der Altacht. Ihr seht, es gibt mittlerweile unendliche Möglichkeiten, abseits vom klassischen Wohnmobil oder klassischen Wohnwagen, ja, in die Campingwelt einzusteigen. Den Rückgang werde ich jetzt auch hier mal melden. Es wird immer voller, dass es Film und Reden hier thematisch nicht mehr wird. Ich hoffe, der kleine Rundgang hat euch gefallen. Dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Ja, und dann schreibt was in die Kommentare, wenn ihr Meinungen, Tipps und so weiter zu diesem Thema habt. Wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Es kommt natürlich noch ein paar Vorstellungen von Wohnmobilen im Laufe der nächsten Zeit. Also bis bald. Ciao.